Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Cosplay-Information. Diesmal die Version 7.0.1.19. Ja, es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir die Vorgängerversion schon erhalten und nun gibt es auch schon wieder eine neue Version. Die bringt ein paar kleine Fixes, Feinheiten mit sich, die wir uns mal schnell anschauen wollen. Zum einen ist es hier ein Konflikt, den es wohl mit dem Standardhelfer von Giants gab. Dann gibt es einen kleines Feature, ja, kann man sagen, tatsächlich. Und zwar geht es darum, dass wenn wir Cosplay zur Feldarbeit nutzen und den Drescher auf Selbstentladen gestellt haben, das heißt also, er fährt zum Feldrand und lädt in einen dort bereitgestellten Anhänger ab, dann hat er die ganze Zeit das Schneidwerk an. Und das ist halt ein bisschen unrealistisch. Da hat man ein Thema dazu aufgemacht und darum gebeten, das noch abzustellen und halt erst wieder das Schneidwerk anzustellen, sobald der Drescher mit seiner Arbeit fortfährt. Genau. Das Weitere ist auch nochmal ein kleines Gimmick, sage ich mal. Im LS19 und in den Vorgängerversionen war es halt so, dass wenn wir eingestellt haben, dass er beim Füllvolumen von 80% der Drescher seine Rundumleuchte einschaltet, damit wir halt wissen, aha, hier muss abgeladen bzw. abgebunkert werden. Und ja, die Funktion gab es bisher nicht, die hat jetzt auch Einzug gehalten. Dann aus dem Antonio Carraro DLC gibt es eine kleine Verbesserung für die kleinen Knicklenker hier. Dieses Vehikel hat zu früh versucht, das Wendemanöver am Ende einer Rebenreihe einzuleiten und dadurch gab es dann halt einen Konflikt. Jetzt hat man das Ganze halt so gelöst, dass er halt brav außenrum fährt und sowohl bei aktivierter Rückfahreinrichtung als auch ohne dann halt erst aus den Reben rausfährt und dann halt die Wende vollzieht. Und dann gab es noch für den Multiplayer einen kleinen Fix. Und zwar war es so, dass halt die Einstellung oder beziehungsweise die Einstellung, die man als User vorgenommen hat, die Fahrzeugeinstellung, dass die nicht abgespeichert worden sind. Und das Ganze hat man jetzt auch ermöglicht. Das heißt also, wenn ihr hier irgendwelche Einstellungen für euch vornehmt an dem Fahrzeug, dann werden die nun auch entsprechend hinterlegt. Das war schon wieder von meiner Seite aus. Ich wünsche euch frohe Pfingsten, schönes langes Wochenende. Wer noch nicht abonniert hat, darf das gerne natürlich tun, um halt hier keine weiteren Informationen zum Thema Cosplay zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es hübsch. Ciao, ciao.